We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Hallo Welt, hallo Anons. Oft hoffen wir wie eine Art Wunder auf Veränderungen. Sei es die Gehaltserhöhung, der Traumjob oder die ewige Gesundheit. Ständig warten wir, hoffen, wünschen, bemitleiden und kritisieren wir, während wir eines vergessen, einfach das Hier und Jetzt in die Hand zu nehmen. Die Dinge sind oft gar nicht so kompliziert, wie unser Ego sie gern hätte. Dieses ständige Rechtfertigen und Herausreden vor sich selbst, wenn man doch mal wieder falsch gehandelt hat und das auch weiß, das sind Gedanken des Egos. Es gibt nur einen Grund, weshalb wir leiden oder falsch handeln, weil wir leiden oder falsch handeln. Wir können niemals Besserung, Glück und Erfüllung im Leben erwarten, wenn wir nicht bereit sind, diese Besserung, dieses Glück und diese Erfüllung selbst zu sein, und zwar nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Leben anderer. Denn nur aus dieser Nächstenliebe und diesem Mitgefühl entsteht wahres Glück. Das sind am Anfang ganz kleine Dinge, bewusstes Lächeln, Fremden ohne Hintergedanken helfen, 10 bis 15 Minuten Meditation am Tag. Sobald ihr einmal bewusst damit angefangen habt, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, zeigen sich auch Wege aus jeder Situation und Möglichkeiten im Hier und Jetzt, ganz intuitiv das eigene Leid, Ängste und die Verdrängung der Vergänglichkeit zu überwinden. In jeder Sekunde. Tipp 10 Tipps für einen bewussteren und glücklicheren Alltag. Ihr solltet dabei nur eines nie vergessen, denn das wäre wieder eine Ego-Falle. Ihr tut das nicht nur, damit ihr gesünder, erfolgreicher, ruhiger oder reicher werdet, ob nun finanziell oder an Erfahrung. Ihr tut das, um eure Rolle in dieser Welt zu verstehen, eure echte Rolle, nicht eure Interpretation davon, und diese auch auszufüllen, denn nur so findet ihr Glück und Erfüllung. Und diese Rolle ist immer eine mitfühlende und liebende, keine ängstliche, ärgerliche, besserwisserische oder zornige. Und vor allem keine egoistische, die darauf wartet, dass sie gerettet wird, weil sie es ja verdient hätte, zwinkernder Smiley. Nummer 3. Der Weg liegt nicht im Himmel. Der Weg liegt im Herzen, Buddha. Ein sehr schönes Zitat, das den Unterschied zwischen abrahamitischen Religionen und dem Buddhismus zusammenfasst. Im Buddhismus gibt es keinen Gott, der von oben herab urteilt und entscheidet, wo dein Platz ist, im Leben und nach diesem Leben. All das hängt von uns ab und von dem Grad, inwieweit wir wirklich nach Erkenntnis und Wahrheit suchen oder inwieweit wir uns lediglich mit der Oberflächlichkeit des vergänglichen Daseins identifizieren und Ängste, Hass, Zorn und Unzufriedenheit zulassen. Im Buddhismus Dogmen und Riten, denn der Buddhismus ist Teil der vergänglichen Welt und somit verändert auch er sich mit uns.